Ja, hi, Olli hier. Schön, dass du da bist. Heute möchte ich dir mal ein Tool vorstellen, das ich mir jetzt vor kurzem zugelegt habe und das mein Marketing wirklich stark effektiviert hat. Und zwar geht es hier um den Group Marketer, also ein Facebook-Gruppen-Auto-Poster-Tool, mit dem du in Facebook-Gruppen posten kannst. Ja, ich weiß, viele werden jetzt sagen, ah, oh, Gruppenspam und so weiter und so fort. Ja, natürlich sollte man es mit diesen verschiedenen Tools nicht gerade übertreiben. Aber du kannst mit diesen Tools dein Marketing echt um eine Klasse erhöhen. Und zwar ist das folgendermaßen. Ich muss dazu sagen, ich habe das selbst nicht geglaubt, dass das funktioniert, weil ich auch immer dachte, ja, Gruppenspam und dann bist du deinen Facebook-Account schnell los und so weiter. Aber das ist alles Quatsch. Wenn man also wirklich sinnvolles Marketing macht über diese Facebook-Gruppen, dann kann es auf jeden Fall etwas bringen. Und es ist vor allen Dingen kostenloser Traffic. Das muss man dazu sagen. Und ich habe da am Anfang echt nicht dran geglaubt, aber es funktioniert tatsächlich. Und mein Facebook-Account ist bisher auch noch nicht gesperrt worden. Man darf es natürlich nur nicht übertreiben. Also wenn du jetzt hierher gehst und eine Message postest und die in 100.000 verschiedene Gruppen postest und das immer und immer und immer und immer wieder, dann wird natürlich früher oder später dein Facebook-Account definitiv gesperrt. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Aber wenn du das natürlich hier in einem guten Maß machst, dann kann da überhaupt gar nichts passieren. Ich mache das in der Regel vielleicht ein oder zweimal pro Woche. Mittlerweile mache ich das hier auch über diesen entsprechenden Autoposter. Hier habe ich eine Funktion, die das Ganze zeitversetzt postet. Man sieht das hier unten. Ich kann das halt über verschiedene Tage hinweg oder verschiedene Sekunden posten lassen. Das heißt, ich kann das voreinstellen, wann es gepostet werden soll und kann auch die Message voreinstellen, den Link, kann ein Bild hinzufügen und so weiter. Und das ist eigentlich eine sehr bequeme Angelegenheit und von daher nutze ich dieses Tool auch. Dazu muss man sagen, ich muss jetzt hier, das ist also das Geilste am Tool überhaupt, ich muss jetzt hier überhaupt gar keine App-ID eingeben oder vorher irgendwo was bei Facebook in den Entwicklertools machen oder sonst irgendwie sowas. Nein, ich muss hier im Group Marketer einfach nur meine Facebook-Login-Daten eingeben und der Rest macht sich im Prinzip von selbst. So einfach ist das. So, dann brauche ich hier oben nur noch meine Message eingeben. Ich gebe den Link ein, wenn ich will, und klicke dann das auf Broadcast Message. Natürlich muss ich vorher meine Gruppen auswählen, in denen ich eingetragen bin. Und ja, schon rockt das Teil. Okay, ich will dir jetzt mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und dazu werde ich jetzt erst einmal hier eine Message verfassen und werde natürlich hier auch einen entsprechenden Link einbauen. Dazu werde ich mich jetzt mal hier auf YouTube begeben und werde das entsprechende Produkt auswählen. Ich habe jetzt hier einen YouTube-Link von einem Video, das ich gemacht habe für einen Freund und das werde ich jetzt promoten. Ich werde das jetzt hier mal ganz einfach auswählen und nehme einfach die entsprechende Description dazu. So, zack. Und setze das mal hier rein. Das soll ja jetzt nur mal zu Demo-Zwecken sein. Natürlich habe ich jetzt alles kopiert, war ja klar. Dann werden wir das mal kurz kürzen. Genau, das nehmen wir raus und lassen das drin. So, den Rest löschen wir raus. Damit haben wir die Message und hier haben wir den entsprechenden Link. So, das Ganze will ich jetzt schicken an verschiedene Gruppen. Da sage ich jetzt zum Beispiel hier, welche Gruppen nehmen wir denn da jetzt mal? Ich nehme jetzt hier diese ganzen Geldverdienen-Gruppen mal. Da kann man schön posten. So, Werbegruppen. So, damit ist die Sache erledigt. Jetzt kann ich natürlich hier unten noch mehr Gruppen aufrufen, aber das soll jetzt erstmal zu Demo-Zwecken reichen. So, dann sage ich hier Broadcast Message. Klick das an. Das Ganze wird jetzt kurz geladen. Dauert also einen Moment. So. Ja, das kommt immer ganz drauf an, wie viele Gruppen man angeklickt hat. Das dauert jetzt eine Zeit, bis es geladen ist. So, jetzt fängt er an zu posten. Man sieht das jetzt hier. Es geht also jetzt los. Ich habe 8 Gruppen ausgewählt und er postet jetzt von einer Gruppe zur anderen. Das dauert jetzt ein bisschen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wie wir jetzt sehen, ist er abgeschlossen. Wir klicken jetzt hier mal auf die Liste. Genau, jetzt haben wir hier die ganzen Listen, wo er das jetzt gepostet hat. Wir klicken da jetzt mal drauf. Genau, dann kommen wir in die entsprechende Facebook-Gruppe. Da können wir gucken, ob er das gepostet hat. Genau, da hat er es gepostet. Auch das ist hervorragend gelaufen. Jetzt gucken wir mal hier in dieser Gruppe, ob er es da auch gepostet hat. Na, schauen wir mal. Ja, auch da hat er das hervorragend gepostet. Also man sieht, das funktioniert einwandfrei. Das geht hervorragend und mit der zeitversetzten Funktion funktioniert das natürlich noch viel, viel besser. Man kann also hier über diese Funktion in die Gruppen entsprechend posten und das Ganze bringt eine Menge Traffic. Ja.
Solltest du dich auch für Gruppenmarketing, seriöses und gutes Gruppenmarketing auf Facebook entscheiden wollen, dann empfehle ich dir definitiv den GoodMarketer. Wenn du nicht zum Beispiel in Facebook-Entwicklertools rumstöbern willst, irgendwelche Codes heraussuchen willst oder sonst irgendwas, sondern ein einfaches, leichtes Tool haben möchtest, mit dem du in Facebook-Gruppen posten kannst, dann solltest du den GoodMarketer benutzen. Der ist erhältlich für Windows und für Mac. Und es gibt eine super Installationsanleitung dazu, die ist zwar leider auf Englisch, aber es ist relativ einfach. Solltest du damit Probleme haben, kannst du dich auch gerne an mich wenden. Die E-Mail findest du unterhalb des Videos und auch den Link zum GoodMarketer findest du unterhalb des Videos. Ja, das war's schon wieder von mir. Ich wünsche dir jetzt noch eine angenehme Restwoche und wir sehen uns bestimmt in einem nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, dein Olli.